Hallo und willkommen zurück zu Tokyo Xanadu. Letzte Folge haben wir irgendwas gekauft und das will ich gerade noch mal eben im Zimmer abstellen, bevor ich es vergesse. Ah ne, gekauft haben wir es gar nicht, wir haben es geschenkt bekommen und zwar, ich weiß es auch wieder, so ein Typ hat von seiner Verflossenen ein Geschenk zurückbekommen und das war ein Kissen mit Pom und Mona. Ein bisschen zu niedlich für das Zimmer eines Jungen, aber was soll's. Wer waren diese Charaktere nochmal? Alles klar, das sollte passen. Ich sollte noch ein bisschen aufräumen, nur falls ich noch mehr Sachen kriege. Achso, das ist wohl immer der Standardspruch, wenn wir keinen Besuch kriegen. Denn ab und zu, wenn wir Sachen platzieren, kriegen wir Besuch, aber da müssen ja mehrere Sachen zusammenkommen. Letztes Mal war es ja, das Teleskop musste da sein und hier der Typ, das Stadtmaskottchen. Nur dadurch sind dann Towa und Sora gekommen. So, dann waren wir auf der Suche, die erste Quest zu erledigen. Das vom Bahnhof, ach so, Moment, Bahnhof war ja da gar nicht oben. Vom Bahnhof nach Westen, also dorthin, Ziegelgasse, ja, und in der Ziegelgasse haben wir aber das Model nicht gesehen. Also kann es dann ja noch weiter nach Westen gegangen sein, in den Memorial Park. Dürfen wir nur diese beiden Sachen später nicht vergessen, dass ich da noch hin muss. Aber ich will jetzt mal die Model-Quest machen, solange ich da noch dran denke. So Sachen, die sich wiederholen. So Standardkram übersetze ich halt nicht. Wenn einer sagt, dass er besser werden will und trainieren und so, das hört man ja in jeder zweiten Ecke. Okay, das Mini-Konzert von Speaker ist zwar schön und gut, aber er wartet wirklich auf das dritte Jubiläumskonzert. Das ja auch nicht mehr lange auf sich warten lässt, also von Speaker. Deshalb spart er sich jetzt gerade sein Glück auf, damit er dafür ein Ticket kriegt. Ich weiß ja gar nicht, ob man sich Glück aufsparen kann. Okay, Sora, ich denke, wir werden noch was unternehmen. Aber nicht jetzt. Okay, der Typ hat 2 Monate geübt, bis er seinen ersten 360 hinbekommen hat. Okay, die suchen die Brosche von der Mutter des Mädchens. Da kann ich doch bestimmt helfen. Warum weinst du denn? Ist irgendwas los? Nein, gar nichts und ich weine auch überhaupt nicht. Aber hast du zufällig irgendwo eine Brosche gesehen? Ich suche gerade nämlich nach einer. Nein, habe ich in letzter Zeit nicht gesehen. Aber ich vermute, die Brosche gehört nicht dir. Ja, die gehört Chihiro. Ich habe ein bisschen mit ihr rumgealbert und habe sie weggenommen. Aber sie sagte, sie wäre so wichtig und so. Aber dann habe ich sie fallen lassen, als ich weggelaufen bin. Ah, diesmal habe ich es wirklich vermasselt. Ich muss sie finden, ganz egal, was passiert. Verstehe. Ja, er sucht wohl schon eine ganze Weile danach. Vielleicht sollte ich ihm aushelfen. Ja klar, wir suchen nach der Brosche. Wirklich? Du willst mir wirklich helfen? Ja klar. Ein gegebenes Wort ziehe ich nicht zurück. Also hast du eine Ahnung, wo du sie hast fallen lassen? Ja, ich bin eigentlich durch den ganzen Park gelaufen.
Also muss sie irgendwo im Park sein, aber ich habe hier schon alles abgesucht und sogar außerhalb der Parktore. Es muss also hier sein. Also könnte es irgendwo im gesamten Park sein. Ja, das ist eine ganze Menge, was man absuchen muss. Aber wenn wir gemeinsam arbeiten, sollten wir es hinbekommen. Ja, ich gebe auch mein Bestes. Aber bitte, du musst sie finden, okay? Ja, was heißt gemeinsam arbeiten? Ich muss sie ja finden. Die werden sie auf keinen Fall finden. Und diese Gehörlosen hier werden sie auch nicht haben, oder? Ja, ich sehe sie doch. Auf dem Stuhl. Sie blinkt mich an. So, eine einfache Krokette. Lecker. Fantastisch, vielen Dank. Bring mir mehr davon. Und dann noch ein Pfefferminzplätzchen und einen Eimer. Da liegt doch irgendwas auf dem Stuhl. Das ist ein glänzender Knopf. Aber nicht das, wonach ich suche. Okay. Hätte ja sein können. Hast du schon gehört? Hier im Nebel, da gibt es manchmal unerklärliche Angriffe. Wenn du alleine irgendwo lang gehst, dann greift eine Hand nach dir ohne Körper. Die kommt mitten aus dem Nebel raus und dann... Naja, es war nur ein Witz. Aber jetzt wirkt er gar nicht mehr so witzig, wo du auf einmal so entgeistert guckst. Naja, es sollte nur eine Gruselgeschichte sein. Naja, ist noch ein bisschen früh für den Sommer. Okay, es gibt den nächsten Marathon hier in der Stadt. Diesmal nimmt sie teil. Ach so. Allerdings als Freiwillige, die das Wasser reicht an die Läufer. Okay. Hier im Gras kann auch mal gut was liegen, aber diesmal nicht. Ja, er freut sich an der Natur. Also, obwohl es eine Stadt ist, gibt es hier halt sehr viel Grün und es gibt leuchtende Sachen. Oh, was ist denn das da drüben? Ein Pull-Tab. Ist das so eine Art Klemmbrett? Kann das sein? Danach suche ich nicht. So, mit June können wir auch Zeit verbringen, aber das wird leider auch von den Punkten her nicht reichen. Also auf jeden Fall will ich Gruppenmitglieder kennenlernen.
Also hier sind wir gewesen und vielleicht nochmal zurück. Ist hier irgendwo ein Boot oder so? Da, tatsächlich. Da ist doch irgendwo was auf dem Boot. Ja, die Brosche. Eine rote, herzförmige Brosche. Ich habe sie endlich gefunden. Auch wenn er verfolgt wurde, kann ich gar nicht glauben, dass er den ganzen Weg hierher gelaufen ist. Ich bringe ihm das am besten so schnell wie möglich. Chihiro, deine Brosche, sie ist wieder hier. Bitte, nimm sie. Oh, die Brosche meiner Mutter. Ich bin so glücklich. Chihiro, du, ich wollte nur sagen, es tut mir echt leid. Ich wusste gar nicht, wie wichtig sie dir ist. Ich wollte doch einfach nur weiter mit dir spielen. Es tut mir echt leid. Futa? Du wolltest weiter mit mir spielen? Ja, deshalb habe ich das überhaupt gemacht und dann habe ich es total vermasselt. Kannst du mir verzeihen? Naja, du hast meine Brosche ja nicht kaputt gemacht oder so und du hast wirklich intensiv nach ihr gesucht. Ja, ich kann dir verzeihen, aber dafür musst du eine Sache für mich erledigen. Und das wäre, ich mache alles. Ich wollte schon immer Freunde haben. Willst du morgen mit mir wieder spielen? Ja, natürlich. Wir sind doch schon Freunde. Ja. Ja, alles wieder gut zwischen den dreien. Ja, definitiv. Ich bin total erleichtert. Danke, dass du uns heute ausgeholfen hast. Ach ja, übrigens, ich habe das hier gefunden, als ich nach der Brosche gesucht habe. Hier, danke, nimm es. Oder als Dankeschön, nimm es. Drei Windkristalle, okay. Genau, das nehmen wir gerne an, weil der kleine Junge mit Windkristallen ihn ohnehin nichts anfangen könnte. Das heißt, wir können auch gleich zum Schrein unser Virtu abgeben, sozusagen. Also das, uns den Stempel abholen, dass wir unser Virtu gesteigert haben auf Level 3. Also unsere Tugend. Eigentlich ist damit ja aber hier Hilfsbereitschaft gemeint. Ja, machen wir dann auch. Hier haben wir alles durch. Ne? Ah ne, wir haben noch nicht alles durch. Ich fürchte, ich muss skateboarden. Ach so, und mir fällt auf, ich habe nicht nachgeschaut, ob wir diesmal hier hin könnten. Ist ja immer zu. Aber ist immer noch zu. Ja, wir können Kurs B Beginner machen. Sechzehn Flaggen. Und zweimal springen. Wie ging das noch mit Springen? Ich habe schon wieder vergessen. Okay, x-fach springen. Wie ich das super um die Flaggen herum kurve. Ja. Ja, das ist ja super. Kann ich jetzt hier angeln? Ja, das Lenken ist echt toll. Mhm.
Das wird also auch schon mal wieder nicht. Und wenn ich einmal an der Bande bin, habe ich ja sowieso immer ein Problem. Okay, jetzt habe ich 11 Dinger geschafft, keine Tricks. Das wird ja furchtbar. Nicht! Man lenkt so ein winziges bisschen gegen und auf einmal im Wasser. Das geht doch gar nicht. Da musste ich doch von der Bande weg und dann ging es gar nicht anders als ins Wasser. Und das ist erst der B-Kurs. Huiuiui. Jetzt bitte kein Wasser mehr. Nein! Nein! Retry? Ich kann nichts machen, ich muss jetzt bis Time abwarten wahrscheinlich. Ah, nee. Ah, Time up. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich den dicken Sprung denn machen soll. Ja. Ja. Das ist so lächerlich mit der Steuerung. Ich komme damit einfach nicht zurecht. Ja, das ist so schnell, dass man da im Wasser landet. Nur der Riesensprung wird jetzt wieder ein Problem. Ach so, okay, man muss nur den Boost mitnehmen, das hatte ich jetzt mal verpeilt. Und? Ich hab's geschafft! Oh, bin ich froh. Also ist ja total easy, hat man ja gesehen. Genau was ich von dir erwartet habe, Tokisaka. Du hast es direkt im 23. Versuch geschafft. Naja, so schlimm war es nicht, aber das war jetzt der 5. Versuch oder so. Selbst schwierige Kurse sind ein Kinderspiel für dich. Hier ist ein Preis für dich, bitte nimm ihn. Und dafür bekommen wir so einen doofen Futo. Also eigentlich sollte ich das schon nicht mehr machen.
weil wir diese Sachen, diese Preise ja auch anders wie bekommen. Na gut, jedenfalls haben wir den Park jetzt durch, abgesehen von dem Freundschaftsevent mit Sora. Und eventuell Jun. Dann bin ich aber immer noch auf der Suche nach diesem Model. Ich gehe jetzt doch nochmal zum Bahnhof. Ich suche jetzt nach immer nach Langhaarigen. Nach der Kappe darf ich ja nicht gehen. Aber ich werde auch die anderen Leute mal kurz ansprechen, ob da jemand was gesehen hat. Nee. Okay, nach Westen muss ja nicht unbedingt. Also, okay, Ziegelgasse, jetzt gehe ich doch nochmal hier hin. Nicht, dass du das irgendwie hier bist. Guck mir die Quest noch mal eben an. Ich sollte die Zeichnung nehmen und sie Leuten zeigen, die westlich von Bahnhof sind. Kann ich das irgendwie hier machen? Ich kann das den Leuten ja hier nicht zeigen. Gut, dann nehmen wir die anderen Gebiete erstmal. Die sind ja dann auch westlich vom Bahnhof. Warte mal, oder habe ich mit dir schon gesprochen? Nein, ne? Also beziehungsweise... Ne, da bin ich ja schon gewesen in der Shopping Street, aber da wussten wir noch nichts von der Quest. Oder Schule. Achso, nee, der Schrein kann es auch noch sein, genau. Gut, dann gehe ich nochmal zum Schrein. Du bist das. Okay, da hätte ich jetzt vom Bild nicht erkannt. Die Zeichnung, die Tamaki mir gegeben hat, die sieht schon aus wie Sanae. Oh, hallo Co. Ist alles okay? Ja, aber ich wollte dich eigentlich mal was fragen. Wenn du hierher kommst, trägst du doch normalerweise Straßenkleidung, oder? Trägst du da auch eine Mütze? Ja, ich mag Mützen und deshalb trage ich normalerweise eine, wenn ich draußen bin. Ja, dann gibt es keinen Zweifel. Sieht die Mütze in etwa so aus? Ja, genau wie meine. Warte mal, soll ich das sein? Warum hast du...
Naja, das liegt daran, weil... Wow, sie möchte, dass ich für sie model. Für einen Kunstwettbewerb. Das ist ja eine ziemliche Ehre. Ja, da bin ich doch froh, dass ich ihr helfen kann. In der Ziegelgasse, sagst du? Ja, da schaue ich doch nach der Arbeit mal vorbei. Ach, ich habe das ganz vergessen zu fragen. Lass mich das im Niam erklären. Ja, ich bin ein bisschen nervös, dass so ein Bild von mir gemacht wird. Ach so, die macht jetzt Fotos einfach. Du machst jetzt auch Ganzkörperaufnahmen. Ist das notwendig? Ja, natürlich. Es geht ja nicht nur um das Zeichnen der Form des Modells. Ich muss auch ihre Ausstrahlung einfangen. Allerdings bin ich überrascht, dass sie hier im Schrein arbeitet. Da wundert es mich jetzt nicht mehr, dass sie diese Aura hat. Ach, so ist das doch gar nicht. Jetzt, wo ich die Fotos habe, werde ich das beste Porträt aller Zeiten malen können. Danke. Und dir natürlich auch vielen Dank. Hier, ich möchte, dass du das hier annimmst. Glorious X, das ist ganz praktisch. Da haben wir, glaube ich, erst eins von gehabt. Ja, sie macht sich direkt an die Arbeit und wird ihr dann das Ergebnis zeigen. So, wo wir sowieso im Schrein sind, können wir mal eben Virtu abgeben. Deは聞か。大したもんじゃ。 ほんの心付けじゃ。 5000 Yen, ja. 次も期待しておるぞ。 Gut. Dann machen wir weiter in der Nanahoshi Mall. Oder? Ja, genau. Dann haben wir noch Horaichu. Warte mal. Die andere Quest war noch Eclipse, ne? Warte mal, das war hier. Genau, zweimal müssen wir in Eclipse. Okay, sie hat wieder so einen Typen abgezockt, der hat so eine antike Uhr verkauft und wusste nicht, wie viel die wert ist, hat jetzt nur 20% des Wertes von ihr bekommen. Seine Tochter mag Plastikmodelle, wo ist sie wohl hin? Ja, sie wird im ersten Stock sein. Und wir haben auch noch Zeitung nicht gelesen. Ich habe jetzt gerade auf, wo ich hier so die Sachen sehe.
Aha, die Finsternislabyrinthe gibt es seit ungefähr 70 Jahren. Da sind die das erste Mal aufgetaucht. Keiner weiß, was genau sie sind oder warum sie überhaupt existieren. Wir wissen nur, dass es halt diese Greeds gibt und dass sie eine Bedrohung für die Menschen sind. Ich habe nichts dagegen, dass du dich da einmischst, aber du solltest zumindest wissen, auf was du dich da einlässt. Otto, los da! So, wir haben noch jede Menge einzutauschen. Ich tausche sie jetzt ein, weil ich die Befürchtung habe, dass wir oben wieder an dieser Toy Machine da halt wieder auch eine neue Serie eventuell kaufen können. Und deshalb gebe ich ganz viele 100 Yen-Stücke aus, um an Plüschfiguren zu kommen. Vermute ich mal. So, hier haben wir was Neues. Genau, das, den haben wir bekommen. Ich habe schon so ein Foto. Oh Mann, Mann, Mann. Megastation. Dafür brauchen wir einen Miniaturschraubenschlüssel. Wo kriegen wir den her? Den kann man bestimmt irgendwo kaufen. Das muss ich jetzt mal suchen. Und dieses Giga Namin kann ich bestimmt auch irgendwo kaufen. Sonjana! Otto! Los da! Ja, das hatte ich ja schon mal alles durchgeguckt. Matagoyo! Wrench. Kommen wir noch mal wieder, aber jetzt geht's erstmal hier hin. Dieses Giganamin kriegen wir vielleicht in der Apotheke. Ja, irasshai. Ja. Okay. Davon haben wir zwei. Ich kaufe jetzt zwei Stück von einem, hätte ich ihn gern noch. Vor allen Dingen wegen dieses Viertel X-Points, den wir da bekommen. So, jetzt wieder zurück in die Nanahoshi Mall. Und umtauschen. Oh, yokukitana! Eine Megastation 4. Was gibt's denn Besseres? Da gucken wir mal, ob wir die im Zimmer anschließen können. Was sind das für Geräusche hier? Ach so, hier ist noch irgendwie so eine Eclipse. Sie will die ganzen Miniaturen haben.
Okay. Er hat jetzt ein paar Animes bekommen, hat sich die angesehen, hat von der Story nicht viel verstanden, aber hat vor allen Dingen auf die Kostüme geachtet und dann festgestellt, was er an seinen Kostümen für Fehler gemacht hat. Und das wird er jetzt nochmal reparieren in dem Laden. Für uns gibt es da aber nichts Neues. Okay, sie hat ein paar neue Comics. Und sie meinte, dass wir die sammeln. Das ist auch so. Sie kennt halt ihre Kunden. Magical Girl Alisa, sehr schön. Ach ja, Mensch, Zeitung müssen wir auch noch lesen. Gut, sonst ist hier nichts. Open Gate kann ich machen, aber ich will noch nicht reingehen. Gate Kengen! Yoshi, mitsuketa ga! Jetzt muss ich mal eben gucken, war das das, was wir sowieso hatten? Ne, das sind jetzt zwei freie, die wir haben. Und da müssen wir nochmal rein wegen der Quest. Nennen. Oder? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Welches ist denn das hier? Sieht das, sieht man das irgendwo hier? Ich will es jetzt nicht anklicken. So, hier. Ja, erst nachdem man eine Sache verloren hat, bemerkt man erst, wie wichtig sie einem war. Da ist was Wahres dran. Gut, dann ist Yuki jetzt dran. Ihr habt eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut und euer kleiner Altersunterschied ist auch kein Hindernis. Und eure Freundschaft bedarf nicht vieler Worte. Eure Bande werden sich stärken, wenn ihr eure gegenseitigen Emotionen akzeptiert. Was ist das denn für ein Bullshit? Ja, sei doch nicht so defensiv. Aber alles wird noch geschehen. Niemand weiß, was die Zukunft bereithält. Ja, das hat sie, sagt sie immer. Machen wir Pause. Ja, wir sind raus. Danke. Gib uns einfach die Soul Points. Jetzt müssen wir mal eben lesen. Nee, warte, ich muss jetzt erstmal in unser Zimmer, ob wir da das Ding aufstellen können. Ja, tatsächlich. Mega Station 4 mit zwei Controllern. Die aktuellste Konsole. Ich hätte mehr drüber nachdenken sollen, bevor ich sie gekauft habe.
Sie ist mit zwei Controllern. Vielleicht sollte ich jemanden einladen, der mitspielt. Ich denke, Ryota bietet sich da an, oder? Hey Yuki, was ist denn los? Achso, ne, Yuki spielt natürlich auch sehr gerne, klar. Oh, nichts Besonderes. Ich habe nur eine Frage an dich. Hast du zufällig eine Megastation 4? Ja, ich habe eine. Okay, dann bringe ich ein Spiel mit. Warte, jetzt? Ja, jetzt. Ist doch ganz nett, ab und zu auch mal offline zu spielen. Und ich bin auch gerade in deiner Gegend, also wir sehen uns gleich. Ey, warte mal, ich. Was für ein Typ. Naja, wird schon passen. Da ist er schon. Die Tür ist offen, komm rein. Hä? Shio? Yuki? Du hast gar nicht gesagt, dass Shio dabei ist. Er war auch nicht dabei, ich habe ihn gerade getroffen. Ich war gerade auf dem Rückweg. Ich habe deinem Großvater gedankt für die Hilfe vor ein paar Tagen. Und da habe ich ihn gefragt, wo du wohnst. Denn ich wollte vorbeikommen und Hallo sagen. Ich habe dir was aus der Einkaufsstraße mitgebracht. Oh, du hast es von Shizuru. Eine gute Wahl. Ja, kommt rein, entspannt euch. Ich mache ein bisschen Tee. Bist du sicher? Ich wollte jetzt nicht deine Pläne durchkreuzen oder so. Nein, mach dir doch keinen Kopf. Du unterbrichst hier niemanden. Und ich will keinen Tee, ich will Kaffee. Du könntest dir selbst einen machen. Gewonnen. Und natürlich perfekt. Online ist ja schon cool, aber es geht doch nichts darüber, dem Gegner eine Lehrstunde zu erteilen, wenn er direkt neben einem sitzt. Ah, ziemlich beeindruckend. Jetzt mal im Ernst, kannst du vielleicht ein bisschen nur mit halber Kraft spielen? Aber ich muss schon zugeben, die Spiele heutzutage sind schon ziemlich fantastisch geworden. Ist beinahe so, als ob man einen Film steuert. Ja klar, Alter. Aber nächstes Mal bringe ich ein anderes Spiel mit. Aber du bist echt der perfekte Sandsack, auf den man einschlagen kann. Soll ich mal ein bisschen auf dich einschlagen? Jetzt richte dich doch nicht auf, das ist nur ein Spiel. Übrigens, Tokisaka, ich wusste gar nicht, dass du Fan von Helm bist. Ach, die. Ja, berühmte Rockband, oder? Das Poster sah so cool aus, da habe ich es aufgehängt, obwohl ich ihre Musik gar nicht kenne. Ja, ich habe nur online mal in ein, zwei Songs reingehört. Wirklich? Ja, dann bist du wohl der Fan, oder? Ja, kann man so sagen. Ich habe ein paar Alben von ihnen. Kannst du mal ausleihen bei Gelegenheit. Die Musik geht direkt in den Bauch. Selbst wenn man überhaupt nicht versteht, was sie singen. Wirklich? Ja, ich muss sie mal ausprobieren. Klingt so, als ob er wirklich Fan von ihnen ist.
Hey, warum spielst du nicht auch ein, zwei Runden? Langsam ist es langweilig, immer nur Kuh zu besiegen. Ja, wir haben es jetzt begriffen. Ja, ich kann es mal versuchen, aber ich bin nicht so gut. Als ich noch in Blaze war, habe ich manchmal mit Aki eine Runde gezockt. Ja, dann sollte das schon passen. Selbst mit Button Mashing kriegt man schon einiges hin. Oder läuft etwa der Badass dritter Jahrgang vor einer Herausforderung weg? Hm? Haha, das werden wir noch sehen. Wenn wir es jetzt machen, dann machen wir es richtig. Ja, belast beim Spielen, okay? Ja, Shio ist langsam ins Spiel reingekommen, aber weil er halt über natürliche Kampffertigkeiten verfügt, also ein Kampftalent hat, kann er jetzt Yuki mal zeigen, wo der Hammer hängt. Am Ende hat Shio dann viel mehr Spiele gewonnen als Yuki. Deshalb musste ich Yuki jetzt erstmal beruhigen, sonst würde er im wahren Leben auch noch verprügelt werden. Also wenn er jetzt gegen Shio ausrastet, kann natürlich sein, dass Shio handgreiflich wird. So, Soul Level 3, sehr gut. Und vor allem 150 Hitpoints sind auch nicht zu verachten. Sehr schön, haben wir die Mega Station. Jetzt wollte ich mir dieses Buch noch angucken. Zehn Seiten. Ich werde es jetzt nicht vorlesen. Ich werde es langsam durchblättern. Ja, nicht mein Geschmack. So, diesmal ist Jubiläum Akrosturm am 2. Juni. Hä, ich dachte, wir haben jetzt schon nach dem 2. Juni. Haben wir nicht irgendwie schon 3. oder sowas? Steht das hier irgendwo? Ne, kann man jetzt gar nicht sehen. So, warum ist der Akrosturm einen Besuch wert? Der beste Ausblick in der ganzen Kanto-Region. Der ist 458 Meter hoch. Wahnsinn. Das ist ja riesig. Und die, ach so. Besucherplattform ist aber nur 300 Meter hoch, was immerhin schon auch imposant ist. Es gibt noch einen höheren
Fernsehturm in Japan, der ist halt 634 Meter mit Aussichtsplattform 54 Meter hoch, aber Morimiya ist halt 100 Meter über dem Meeresspiegel und deshalb ist die Höhe nahezu entspricht der anderen Höhe. Naja, kann man nicht so vergleichen, weil man guckt ja nicht auf das Meer raus, sondern man guckt ja auf die Sachen, die unter einem sind, eher so. Naja. Aber das hier ist in relativer Nähe von Mount Fuji. Und deshalb hat man den besten Blick auf den Berg. Dann gibt es da noch eine Einkaufspassage. Ein Museum. Ein Aquarium. Ein Theater. Und nochmal einen extra Laden. Und es gibt Besucherführung. Gut, kommen wir zur Politik. Am 8.6. ist Stadtratssitzung. Da dürfen alle Bewohner hinkommen. Da geht es um die Neuentwicklung des nordöstlichen Teils der Stadt. Mit Fokus auf die verlassene Fabrik. Dann geht es um das Café N in Huraichu. Ja, da sind wir schon gewesen, haben wir, glaube ich, schon gearbeitet. Tagsüber gibt es da halt Softdrinks und Kleinigkeiten zu essen und abends gibt es dann da alkoholische Getränke und aufwendige Abendessen. Ja. Ja, dann vorsichtig im Nebel. Okay, hat mich jetzt auch nicht vom Stuhl gerissen, die Zeitung. Jetzt müssen wir noch. Ah, ne, da sind wir gewesen. Ja, genau, da fehlte noch dieser Automat. Nicht der. Okay, ich bin 100 Kilometer im Spiel gelaufen. Ja, hier, diese Toy Capsule. Ob da jetzt auch eine zweite Serie ist von Magical Girl Alisa? Nein, das kommt dann wohl erst im nächsten Kapitel. Dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge diesen Dungeon hier. Weil wir jetzt schon genug Laberfolgen wieder hatten, jetzt wird man wieder ein bisschen actionfällig. Also, dann macht's gut, Leute. Bis morgen. Tschüss.